Hallo zusammen, hier ist wieder Chelan für wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Überblicksvideo zu dem Pandaria Remix Event präsentieren. Wir wollen uns heute mal die ganzen Achievement-Geschichten angucken und ja, falls ihr jetzt noch nicht wisst, was dieses kleine Event hier überhaupt ist, dann guckt ihr vielleicht am besten das erste Video an. In dem ersten Video habe ich so ein bisschen die Grundzüge von dem Event erklärt. Und auch äh, die ganzen Händler hier vorgestellt, was es da an Items gibt. Da gibt es ja unter anderem Haufen Mounts, T-Mog und noch vieles mehr, was ihr da einmal ergattern könnt. Wenn euch das interessiert, schaut da, da gerne rein. In dem Video wollen wir uns jetzt tatsächlich auf die Achievements konzentrieren und da mal das Ganze durchgucken. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir mal rein. Im Achievement-Fenster seht ihr schon, ähm, wir haben die normalen Achievements vom normalen Retail-WOW und haben einen neuen Tab, den wir nur hier in dem Pandaria Remix absolvieren können. Also da sind alle Achievements drin. Wenn wir drüber fahren, sind es aktuell 150 Erfolge. Wichtige Info ist, wir sind hier auf dem PTR, das ist die erste Testphase von dem System. Blizzard hat auch schon bei ein paar Achievements bzw. Heldentaten, was das meiste davon ja ist, angekündigt, dass das anscheinend, dass sie nicht richtig drin sind, dass da noch was gemacht wird dran. Wie gesagt, es ist PTR, also ne, alles unter Vorbehalt. Manche Belohnungen können wir uns tatsächlich von den Achievements auch nicht angucken. Das, was ich euch zeigen kann, kann ich euch zeigen und ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Das Ganze ist folgendermaßen eingeteilt. Wir haben einmal quasi hier einen ähm, ja, ähm, Überbereich, in dem auch viele Meta-Achievements drin sind, wie ihr seht. Und viele dieser Meta-Achievements beziehen sich auf Achievements, die dementsprechend hier in den unteren Bereichen sind. Heißt, wir schauen uns jetzt erstmal die unteren Bereiche an und dann gucken wir uns die Meta-Achievements an. Bei den Meta-Achievements haben wir zum Teil ähm, spezielle Belohnungen, die wir nur darüber kriegen können. Bei den allermeisten anderen Erfolgen kriegen wir Bronzevorrat. Und Bronzevorrat ist quasi eine Kiste, aus der wir verschiedene Sachen rauskriegen können. Hauptsächlich gibt es darüber aber die Währung Bronze. Und da habt ihr schon gesehen, bei den ganzen Händlern ähm, gibt es tausende an Items. Und diese Items ähm, kriegt ihr alle über Bronze. Also das ist wirklich die Währung, die wir brauchen, ähm, um dementsprechend hier... Dahin kaufen zu können. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Wir machen das jetzt mal von unten nach oben und dann gucken wir uns, was wir alles machen müssen. Als allererstes haben wir hier den Unterpunkt ähm, Schlachtzüge. Und bei den Schlachtzügen müssen wir, ähm, wer hätte es gedacht, die MOP-Schlachtzüge angehen. Und hier ist es so, dass wir dementsprechend ähm, das Mugushan-Gewölbe haben. Da müssen wir die kompletten Bosse im Mugushan-Gewölbe machen und zwar in egal welcher Schwierigkeitsstufe. Und hier steht auch schon dran Schlachtzugsbrowser, also ihr könnt es auch im LFR absorbieren. Das nächste haben wir dann das Herz der Angst. Ebenfalls dasselbe. Wieder alle Bosse umhauen. Gibt es dann auch wieder eine Belohnung. Dann haben wir natürlich noch die Terrasse des Endlosen Frühlings. Und Thron des Donners. Beziehungsweise auch noch die Schlacht um Ogrimma. Damit werden alle Normal Raids abgeschlossen. Und dafür gibt es auch ähm, nur die Bronze. Beziehungsweise, wie gesagt, ihr könnt es auch im LFR machen. Dann ähm, haben wir selbiges nochmal ähm, im Normal Mode. Alle Achievements nochmal. Also. Hier bis SOO, also Schlacht um Okrema. Dann gibt es nochmal alles im heroischen Modus. Und halt, stopp, jetzt sind wir einen Ticken zu weit. Hier heroischer Modus. Und dann gibt es, weil es ne, der einzige Raid ist, den es in Myst of Pandaria Mythic Modus gibt, äh, quasi auch nochmal die Schlacht um Okrema im mythischen Modus. Heißt, ihr müsst alles im HC abschließen, außer SOO, da müsst ihr sogar noch äh, dementsprechend. Den mythischen Modus abschließen. Alle diese ähm, Erfolge sind Heldentaten, also sie bringen keine Punkte. Das Event ist ja nur temporär und dementsprechend, nachdem ähm, das ja, nachdem Warwick in rausgekommen oder gekommen ist, kann man ja das anscheinend nicht mehr spielen und dementsprechend ja ähm, kriegt er ja auch hier keine Punkte für, für das Ganze. Weitergehend haben wir jetzt noch Achievements für die World -Bosse. und zwar haben wir hier quasi Gallion, den of Thorns, Nalak und Duster. Dann ähm, haben wir hier die verschiedenen Erhabenen, ne, Qi, Yolon, Niu Zao und Xuen. Das sind die vier Habenen auf der Timeless Eis. Und dann haben wir was ebenfalls noch auf der Timeless Eis ist Ordos. So wie es ausguckt, soll anscheinend jeder dann zu Ordos kommen. Ähm, da müssen wir aber dann noch mal genauer gucken, wie das funktioniert. Es gibt auch einen neuen Umhang, der hier so eine Art, ähm, ja, der die Farben von dem Artefakt hat, das man auch upgraden kann. Ähm, wo wir dann auch quasi für Twinks mehr EP rausholen können. Das werden wir uns aber hart oben nochmal anschauen. Da gibt es nämlich auch ein Achievement für. Genau, also das sind soweit die Raid-Achievements. Alle Raids abschließen und die World-Bosse umhauen. Für Dungeons gibt es eigentlich das gleiche. Hier haben wir quasi jedes einzelne Dungeon. Vom Jade-Tempel, Brauerei Sturmbräu, shadowpan Kloster, New Tempel. Ne, also es sind alle vertreten. Ihr habt auch äh, das Scharlachrote Kloster und Shodo dabei. Komischerweise müssen wir die hier nur im Normal abschließen. Also es gibt hier kein HC-Achievement, äh, sondern ihr braucht ja tatsächlich nur den normalen Modus. Finde ich ein bisschen komisch, warum sie da jetzt im Raid die HC-Version reingebracht haben und hier nicht, aber gut, so ist das. Dann haben wir natürlich auch die Szenarios. Und hier haben wir quasi alle Szenarien dabei, die es äh, zumindest of Pandaria gab. Und ähm, ja, da ist auch immer nur einmal im Normal quasi abzuschließen. Drüber gucken, genau. Dann haben wir bei Erkunden ähm, natürlich die Erfolge, dass wir jede Zone einmal erkunden müssen. Die könnt ihr übrigens ein bisschen tricksen, indem ihr ähm, diese ähm, ja, Spielzeuge einsetzt. Ne? Da könnt ihr ja quasi hier eine komplette Zone Erkunden und auch die Flugpunkte freischalten. Das zählt tatsächlich auch. Und alle diese Sachen bringen auch eine Bronze. Könnt ihr mit jedem Twink eigentlich schnell einschätzen. Und ihr habt schon mal ein bisschen über 1000 Bronze. Also das ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ähm, zusätzlich zum Erkunden haben wir dann noch weitere Sachen. Und zwar gibt es dann immer noch hier Meta-Achievements. Und für die Meta-Achievements ähm, müssen wir mal verschiedene Sachen machen. Ne? Wir haben hier einmal quasi Erkunden. Keine Ahnung, warum das jetzt hier... Ne? Also es steht sogar dran, dass ich es gemacht habe, aber es ist nicht quasi ausgefüllt. Aber gut, es ist PTR. Ne? Also da wird noch getestet. Und neben dem Erkunden haben wir dann noch zwei andere Sachen. Und zwar, das sind jeweils immer die Schätze, die ihr aufklauben müsst. Und ihr müsst Rares töten. Ne? Und da müsst ihr aber, so wie es aussieht, nur drei Rares töten und nicht alle. Und das ist eigentlich in jeder Zone der Fall. Ne? Also ihr habt in jeder Zone Schätze, ihr habt in jeder Zone quasi die Rares, die ihr umhauen müsst. Genau. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen ähm, bei den Erkundungs-Achievements. Und dann gibt es halt immer noch ein Meta-Achievement. Ne? Also Erkunden, Schätze, Rares und dann gibt es das Meta-Achievement. Dann haben wir hier auch einen Ruf-Tab. Da müssen wir bei allen Ruffraktionen auf quasi den ehrfürchtigen Ruf. Ich weiß nicht ganz, wie sie es hier machen wollen, denn das Problem ist, ich meine, manche Ruffraktionen, da gab es auch nur Dailies und es hat schon eine Weile gedauert, bis du den Ruf oben hast. So wie es bisher angekündigt hat, sind diese oder ist dieses Event hier nur temporär verfügbar. Ich weiß nicht, ob das so vernünftig ausgeht, dass man da den Ruf hochmaxen kann wenn man dann vielleicht nur ein paar Wochen für Zeit hat. Aber man wird äh, abwarten müssen, wie lange das dauert, bis Blizzard quasi bekannt gibt, wie lange das Event geht. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar extra Rufmethoden hinten raus oder einen erhöhten Ruf. Ne, das muss man mal abwarten. Dann haben wir noch eine Quest-Sektion. Und bei den Quests ist es so, naja, wir müssen halt immer die komplette Zone durchquesten. Das ist halt die Main-Kampagne. Ne? Das ist relativ basic und da sind halt alle Zonen dabei. Was wir neben den normalen Zonen haben, ist einmal die Insel des Donners. Ne? Da können wir auch noch durchquesten Und Kampagne-Landung nennt sich das und Kampagne Landung müsste das sein, was halt jetzt immer zu weit raus. Hier unten in Kasarang-Wildnis hat ja die Allianz dann ähm, Mitte von MOP quasi hier eine Base aufgebaut und die Horde, ich meine irgendwo hier unten auf so einer Insel, und das ist die Kampagne. Ne? Da gibt es auch einige Quests zu und die müsst ihr quasi durchspielen. Die war früher, meine ich, auch rufabhängig, heißt ähm, ja, da musste man immer gewissen Ruf haben, um die Kampagne weiter spielen zu können. Genau, das sind soweit die ganzen Unterkategorien. Also eigentlich alles Zeug, was es schon im Mist of Pandaria gibt. Bloß kann man es jetzt halt nochmal hier in dieser Zeitversion machen. Und jetzt gucken wir bei den Meta-Achievements rein. Da sind nämlich ein paar ganz interessante Sachen drin, ähm, die ein bisschen specialiger sind und die nicht nur die Bronze geben, sondern auch ein paar extra Belohnungen. Und zwar das erste, was wir haben, legt den Umhang des ewigen Potenzials an. Das ist der Umhang, über den ich schon gesprochen habe. Den könnt ihr anscheinend immer weiter upgraden und der hat dann auch anscheinend Special ähm, quasi Special Abilities mit drauf, beziehungsweise so wie es aussieht, könnt ihr mit dem Umhang auch ähm, mehr EP kriegen, bis zu 300 irgendwas Prozent hoch sogar und später, wenn ihr einen, den gewiss hoch habt, könnt ihr mit allen Charts, die ihr neu erstellt, auch direkt diesen abgegradeten Umhang haben. Wir können nämlich auch die normalen Items, wie ihr seht, komplett upgraden, habe ich im anderen Videoteil schon mal gezeigt, da gehen die Teile teilweise bis hier im ähm, Item 556 und ja, Haben extrem hohe Sets, die ich glaube, dass die nicht so bleiben werden, denn die Charaktere können wir am Ende von dem Remix-Event auf die Retail-Server kopieren oder halt rüberziehen. Ja, kopieren ist es nicht, aber rüberziehen. Und ich vermute nicht, dass man dann so krasse Charts darüber kriegt. Also irgendwas werden die da bestimmt noch machen. Aber auch wie wie gesagt, auch das hier ist es halt alles noch PTR. Genau, jetzt kommen die interessanten Erfolge. Und zwar haben wir einmal sammelt 40 Fäden für den Umhang des ewigen Potenzials. Ähm, anscheinend kann man mit den Fäden den upgraden, aber wie gesagt, ich habe hier noch nichts gelevelt, deswegen das ist jetzt mehr Spekulation, aber so soll es anscheinend funktionieren, dass man es irgendwie upgraden kann. Und wenn man das hat, dann haben wir hier das, äh, die, den Bonus. Zukünftige Zeitläufer-Charaktere beginnen mit ges äh, gesammelten Fäden. Also heißt, wenn ihr den mit 40 Fäden abgegradet habt, dann haben die anderen Chars halt auch diese Fäden und der Umhang ist halt schon wesentlich höher und soll anscheinend auch diesen EP-Bonus bringen. Genau. Das nächste Achievement, was wir haben, ist, dass wir erreicht Stufe 20 mit einem Zeitläufer. Zeitläufer sind halt die Chars im Mist of Pandaria Remix. Ne? Die heißen halt Zeitläufer. Und dafür kriegt man den erhabenen Phoenix und den können wir uns jetzt mal angucken. Äh, das ist der, den habe ich schon rausgesucht. Das ist quasi das Ching Mount, bloß in ein bisschen cooler, würde ich mal sagen. Mit ähm, rot, weiß und schwarzen Elementen. Sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Also bin ich definitiv ein Fan von. Also den gibt es dann. Dann ähm, haben wir Time Runner. Ähm, da, ihr seht jetzt, ist das hier auf Englisch. PTR ist noch nicht alles übersetzt. Reach Level ist 70 ist für Time Runner. Also müssen wir halt auf die maximale Stufe. Da gibt es dann den Titel Time Runner und ähm, Time Runner's Idol. Ähm, ich vermute mal, das ist ein Spielzeug. Aber was das genau ist, weiß ich nicht. Ich habe es auch versucht nachzuschauen. Spielzeuge sind die neuen tatsächlich nicht im, im Journal mit drin. Dann gibt es äh, Ream First Achievement. Wenn man erster auf dem Server ist, auf Stufe 70, mit ähm, dem Titel Mistrunner. Ähm, Blizzard hat schon angekündigt, dass diese Ream First Sachen anscheinend ein Fehler waren und dass die nicht kommen sollen. Aktuell ist es hier noch drin. Weiß nicht, nach der Aussage von Blizzard soll es anscheinend rausgenommen werden. Es waren anscheinend noch mehr ähm, Server First Sachen drin. Bin ich jetzt nicht so der Freund. Von, weil je nachdem auf was für ein Server du bist, ist es halt einfach oder schwerer zu erreichen. Wenn du auf einem toten Server bist, dann ist es relativ easy, das vielleicht zu machen. Wenn du auf einem sehr, sehr vollen Server bist, ist es halt eher schwierig. Also, naja. Genau. Dann haben wir das nächste, schließt zwei der Folgen in der Folge mit einem Zeitläufer ab. Und zwar ähm, kriegen wir dafür eine Belohnung und so also eine Spielzeugbelohnung. Das kann ich euch leider auch nicht zeigen, ist noch nicht im Journal mit drin. Und ähm, ja, was müssen wir dafür machen? Wir müssen zum Beispiel die Kampagne im Jallewald abschließen, also durchquesten. Dann Tour des Jallewalds, das war glaube ich das Achievement, das wir uns vorher angeguckt hat mit äh, Kunden, Kisten aufmachen und ähm, Rares töten. Also, die beiden können wir machen. Oder hier haben wir dann noch äh, Orden der Wolkeschlange. Das war die e Fraktion auf Ehrfürchtig bringen. Und suche nach Gruppe. Jadewald ist, glaube ich, ein meta das weiter unten ist. Ne? Greifen wir jetzt ein bisschen vor. Und dafür müsst ihr halt ähm, ja, Gruppen-Content abschließen. Und zwar: Grünstein ist ein Szenario. Tempel der Jadewald, äh, der Jadeschlange ist ein Dungeon. Und ein Sturm braucht sich auf, ist auch ein Szenario. Also, das sind einfach Gruppenaktivitäten, steht auch drin. Das sind quasi die, die im Jadewald spielen. Und die müsst ihr halt abschließen. Um das hier zu kriegen. Und da könnt ihr euch halt aussuchen, Questen und Erkunden, beziehungsweise hier noch RAS und Kisten aufmachen, oder äh, macht ihr halt auch gruppen fragt oder fragt die, oh, die Ruffaktion Ich denke mal, die beiden werden halt die einfacheren sein, obwohl einmal in Dungeon und ein Szenario geht wahrscheinlich auch schnell. Ja, die Ruffaktion wird wahrscheinlich das Ätzendste sein, sagen wir mal so. Und dasselbe gibt es halt auch für die anderen ähm, Zonen, Teil der für Winde, da können wir auch wieder das Erkundungszeug machen. Ähm, durch Questen und Suche nach Gruppe, ist halt dann auch wieder Brauerei. Und hier ist es quasi kein Szenario, sondern den World -Boss umhauen. Ne? Genau, das ist dann das Achievement. Dann haben wir in Kasarang, äh, tatsächlich haben wir da nur, schließt ein der folgenden Dinge ab, okay. Da haben wir dann die Auswahl zwischen, ähm, weiß ich ja, Kampagne-Questen und... Tour, Tour der, äh, der Kasarang-Wildnis. Das ist halt wieder das Erkundungsding. Komisch, dass wir da dann nicht beide machen müssen. Und hier gibt es halt dann auch wieder eine Vorlage. Das sind halt t sachen ne? Dann im Gipfel müssen wir ähm, auch nur eine abschließen, so wie es aussieht. Wenn dann Questen, ähm, das Erkundungsding oder halt wieder die Gruppeninhalte spielen, ne? Schauen wir mal, was da Gruppeninhalte sind. Uh, das sind aber ein Haufen Szenarios. Also wir haben... Ähm, shadow pan kloster haben wir drin, mugushan gewölbe den Raid haben wir drin, dann haben wir eins, zwei, drei Szenarios drin und shadow Zorns, das ist der World Boss. Also da haben wir anscheinend ein bisschen mehr. In der Tonglong-Steppe müssen wir wieder zwei abschließen, Questen, ähm, Erkundungsgedönse, ne, das ist das Erkundungsgedönse, Shadowpan ist eine Ruffraktion und dann haben wir Suche nach Gruppe, da haben wir jetzt einfach ein Dungeon und ein Szenario, was wir dafür abschließen können. Dann gucken wir weiter. Dann haben wir jetzt hier noch die Schreckensöde, das äh, nächste Gebiet. Da haben wir wieder eine Geschichte, dass wir eins abschließen müssen. Wir können wenn dann durchquesten, erkunden oder die Ruffraktion die Klaxi machen. Dann haben wir hier Tal der ewigen Blüte. Auch hierfür gibt es wieder eine Belohnung. Da haben wir nämlich eine ähm, Illusion. Und hier oben hat man ein Haustier. Ähm, ich weiß gar nicht, Haustiere habe ich jetzt noch nicht geguckt. Moschus. Ob die schon drin sind? Weil die Toys waren nicht drin. Ach, schau mal. Das, ähm, das Pad ist tatsächlich schon in der Liste drin. Da haben wir das. Ja, sieht ganz cool aus tatsächlich. Ist auf jeden Fall ein neues Model. So kenne ich das noch nicht. Klar, das sind die alten Model. Das ist ein neues. Ja, da hat, hat sich Blizzard mal Mühe gegeben. Haben sie tatsächlich ein neues Model eingefügt. Genau. Ähm, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es dann noch eine Reitierbelohnung. Und zwar für den Tal der ewigen Blüten. Und da haben wir einmal wieder zwei Sachen, die wir abschließen müssen. Wenn dann ähm, machen wir quasi hier ähm, das Meta-Achievement, wo wir seltene Gegner besiegen müssen. Hier ist es anscheinend nicht so, dass wir ähm, erkunden müssen, ne? so wie es aussieht. Da haben wir kein extra Erkundungs-Achievement. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Aber gut, anscheinend hat sich Blizzard gedacht, nee, das machen sie hier ein bisschen anders. Müssen wir bloß nochmal gucken, da waren wir, genau. Dann haben wir die Ruffraktion Goldener Lotus, die wir machen können. Dann die Himmlischen Erhabenen. Ich frage mich jetzt, warum die im Tal der ewigen Blüten sind. Die sind nämlich eigentlich... Ähm... Ah nein, das sind die, die Himmlischen Erhabenen, nicht die, nicht die World Bosse, sondern das ist die Ruffraktion. Ah, okay, sie haben da quasi beide Ruffraktionen, ähm, Quasi unter eins reingepackt. Interessant, okay. Das macht natürlich Sinn. Und dann haben wir Suche nach Gruppe und da haben wir ebenfalls wieder verschiedene Dungeons. Hier haben sie aber komischerweise nicht nur den Mogushan-Palast, der da drin ist, reingepackt, ähm, sondern auch das Scharlachrote Kloster und Scholomans, die ja nicht in Wisdom Pandaria sind. Und dann haben wir noch die Scharlachroten Hallen, das ist ja das zweite die zweite Klosterinstanz. Und hier haben wir noch ähm, Terrasse des ewigen Frühlings, aber nicht... Ähm, die Schlacht um Urkrima. Die wird ja eigentlich auch Sinn machen, dass die in dem Gebiet ist, ist sie aber anscheinend laut Blizzard nicht und ja. bisschen komische eine Zusammenstellung. Äh, als nächstes haben wir dann. Achso, dafür gibt es noch eine Reithier-Belaunung Und zwar sieht die relativ cool aus. Wir haben nämlich jetzt die Schlange des Astralkaisers. Sch achso, das müssen wir jetzt wieder hier suchen. Schlange des Astralkaisers. Da unten haben wir. Das ist quasi das elegon mount ne? Das hier. Bloß in Golden. Und ich muss sagen, das sieht schon ziemlich dick aus. Was mich aber ein bisschen stört, ist der Sattel tatsächlich. Beim Elegon Mount fand ich ihn gar nicht so störend. Hier wäre fast cooler, wenn es ohne Sattel ist, muss ich sagen. Aber gut, sieht sehr, sehr cool aus in, in dem Goldenen. Das ist mal eins der Recolor Mounts, wo ich echt ein Fan von bin. Oft sind ja Recolor Mounts so, hm, ja, okay, kann man machen, braucht man aber nicht. Aber das sieht tatsächlich sehr cool aus. Genau. Ähm, dann gucken wir weiter. Hier haben wir noch das Achievement Landung. Da hatte ich ja vorher schon gesagt, das ist quasi das Achievement, ähm, wo man die Allianz oder Hordenbase aufbauen muss. Da haben wir natürlich auch wieder die Kampagne. Und die Ruffraktion müssten wir hier drin haben. Genau. Operation Schildwall ist die Ruffraktion davon. Und was wir dann noch haben. Was ist das? Flüchtige Feinde Landung. Besiegt drei Champions der gegnerischen Fraktion. Ah, da muss man quasi die. Die Rares der gegnerischen Fraktion quasi umboxen. Okay, die waren dann in dem jeweiligen Lager drin. Da kann ich mich noch dran erinnern. Dann haben wir noch Insel des Donners. Und hier ist es natürlich auch wieder so. Ähm, wir haben einmal die Kampagne durchquesten. Suche nach Gruppe. Da wird wahrscheinlich. Ah, Thron des Donners ist drin. Nalak macht Sinn. Und Daster. Gut, der kam mit demselben Patch damals, aber der ist auf der Insel der Riesen, ne? Ah, okay, kann man machen. Macht jetzt aber, ja, wahrscheinlich schwierig, den irgendwo anders mit reinzubasteln. Genau. Und dann haben wir noch ähm, Flüchtige Feinde, Insel des Donners. Und da müssen wir anscheinend die ganzen Rares umhauen. Weiß jetzt nicht, anscheinend haben sie da wiederum nicht das ähm, Erkundungsachievement verlinkt. Das finden wir uns auch wieder ein bisschen komisch, aber okay. Ähm, jetzt muss ich bloß mal schauen. Halt stopp, wir müssen noch einen Ticken weiter hoch. Also. Äh, Insel des Donners waren wir. Da gibt es auch wieder dann ein Klassenarsenal. Also wieder anscheinend äh, waffen temok so wie es aussieht. Als nächstes haben wir dann noch die zeitlose Insel. Und hier haben wir Tour der zeitlosen Insel. Auch wieder quasi ähm, Schätze, mächtige Gegner, flüchtige Feinde. Das sind anscheinend nochmal specialige. Drei seltene Gegner. Okay, da muss man nur drei von, von einigen umhauen. Okay. Das scheint ja jetzt nicht so viel Arbeit zu sein. Ähm, genau, wo waren wir denn jetzt? Halt stopp. Zeitlose Insel. Und dafür gibt es wieder ein Haustier. Und zwar Minischlange des Astralkaisers. Gucken wir uns die auch an. Ähm, Mini-Schlange des Astralkaisers. Ah, ich vermute mal, das ist quasi auch dann in golden gehalten, zumindest das Symbol in golden, aber ne, es ist wieder PTR und das Ding backt halt rum. Man kann es sich leider nicht vernünftig anzeigen lassen, was ein bisschen schade ist. Gut, dann gucken wir weiter. Wir haben dann noch ein Metertiefen und zwar Eskalation. Es schließt drei der Folgen in der Folge mit einem Zeitläufer ab. Und da ähm, haben wir, so wie es aussieht, lauter Szenarien, oder? Also wir haben einmal auf hoher See... Schließt das Szenario auf hoher See mit einem Zeitläufer ab. Okay, also da müssen wir einfach nur ein Szenario abschließen, so wie es aussieht. Mhm, mh, mh, mh. Dann Terramor ist auch ein Szenario. Blutroter Schnee, das laufe ich ständig. Die und Dunkles Herz, die beiden laufe ich auch ständig. Das sind beides Szenario, da fahre ich aktuell Timok. Geheimnis des Flammenschlunds. Auch ein Szenario. Und das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so erinnern. Das ist schon ein bisschen lang her tatsächlich bei mir. Bin ich jetzt in letzter Zeit auch nicht gelaufen. Und dann haben sie aber hier noch Schlachtzugsbrowser SOO drin. Wie passt denn das hier rein? Also, die haben drei, äh, fünf Szenarios und die Schlacht um Okrima im LFR. Okay. Und da bekommen wir ähm, Time Runners Beacon. Ein Item. Keine Ahnung, was es ist. Kann ich euch jetzt leider auch nicht zeigen. Und als nächstes haben wir dann noch heroische Szenarien. Ähm, dafür müssen wir anscheinend sechs verschiedene Szenarios ähm, im HC machen und da müssen wir wirklich alle machen und es gibt einen Gegenstand Ring des Zeitläufers. Das ist anscheinend wirklich ein, ein Gear-Item, das wir anlegen können. Vielleicht hat es auch einen specialigen Effekt drauf. Ne? Ähm, wenn wir jetzt hier reinklicken, dann kommen wir hier raus bei den Achievements. Aber hier sagt er mir normales Szenario. Es kann sein, dass es bei den Erfolgen, ah, seht ihr, es sind 21 Erfolge und es sind hier nur 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 drin. Ich vermute, dass manche von denen hier äh, danach, wenn wir sie im Normal abgeschlossen haben, dann noch zusätzlich mal C kommt. Und ich denke mal, dasselbe wird bei Instanzen sein, ne? weil es sind hier 18 Erfolge angezeigt und es sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Hier sind dann auch alle nochmal im HC mit drin. Ich habe mich schon gewundert. Ich verstehe dann aber bloß nicht, warum sie hier die Normal-Instanzen und die Normal-Szenarios anzeigen. Danach kommt nochmal eine HC-Version von beiden. Und hier zeigen sie dir aber schon alle Achievements vom LFR Normal HC und den einen Raid im Mythic an. Also das ist wieder so ein bisschen unkonsequent, wie ich finde. Aber gut, das ist nur eine persönliche Einschätzung. Ähm, genau, hier haben wir dasselbe nochmal mit den HC-Instanzen. Dann kriegen wir anscheinend auch nochmal einen Ring. Dann ähm, haben wir das gleiche nochmal mit allen Pandaria Raids auf Normal. Davon gibt es anscheinend ein Amulett. Dann haben wir alles im HC, da gibt es einen Titel. Dann ähm, haben wir quasi Ream First äh, Garrosh umgehauen im Mythic-Modus. Da gibt es einen Titel, Paragon of the Mists. Klingt ganz gut eigentlich. Aber wie gesagt, da haben sie eigentlich gemeint, dass die Ream First-Dinger nicht kommen sollen. Muss man mal abwarten, ob es wirklich durchgezogen wird oder nicht. Und ja, hier unten haben wir dann diese Suche nach Gruppe, die wir vorhin schon angeguckt hatten, wo wir dann in den jeweiligen Zonen quasi immer die Gruppeninhalte einmal absolvieren müssen. Und dafür gibt es aber, wie ihr seht, nur jeweils die Bronze. Genau, also das waren jetzt soweit alle Belohnungen. Wir haben hier ein paar drin mit Special Belohnungen und die anderen bringen halt alle einfach nur Bronze. Ich vermute mal, dass dann sowohl die HC-Version von den Szenarios als auch von den Dungeons ebenfalls nur Bronze bringen wird. Gut, genau. Somit äh, sind wir mit allen Erfolgen soweit durch. Wie gesagt, wenn ihr euch noch die Händler Items angucken wollt, ähm, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, da könnt ihr selbstverständlich gerne das erste Video reingucken. Und ja, damit äh, sind wir zumindest durch mit den kleinen Achievement Geschichten. Wenn ihr wollt, ähm, sehen wir uns dann gerne im nächsten Achievement wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.